Also ich weiß ja, dass Kiba hier an diesen Lavasee hat. Da dürfte auch noch ein bisschen Obsidian sein. Ja, ist so. Kann ich so bestätigen, ja, hab ich mir schon gedacht. Das Ding ist, wenn man mit Diablo anfängt und dann prädestiniert für solche Spiele ist, dann nimmt dein Leben ganz plötzlich einen ganz anderen Weg ein. Ein Weg, den du nicht eingehen willst, an sich. Vielleicht brauche ich auch mal immer diese extreme XP-Maschine, mit der du, die du tonnenweise die dann brauchst. So 30.000, 40.000 Obsidian. Easy going, oder? Ja, immer. Ich habe die einmal mit Lilith zusammengebaut, da haben sie in dem Modpack gefarmt. Selbst da hat es lange gedauert. Da hat nämlich keine Maschine dafür, da haben wir das dann angefangen zu machen mit einem Vanilla Chunk Loader im End. Ja. Soll sich man nicht so anstellen. Also 30.000 dauert schon so ein bisschen, ne? Warum steht eigentlich bei den Tieren Owner Fragezeichen? Bei den normalen Tieren und bei den Pferden und so? Bei den generellen normalen Vanillatieren. Also wie zum Beispiel mein Papagei, da steht Fragezeichen. Bei deinen Hunden steht zum Beispiel auch Fragezeichen. Also bei mir steht bei den Hunden, dass es meins ist. Okay. Zumindest wurde mir vorhin bei deinen Hund Fragezeichen angezeigt. Kann man nicht mal deinen Papagei angucken? Und der Papagei, der landet bei mir auch auf der Schulter. Also der ist auf mich ist er gesetzt, aber ja. Wird mir nicht angezeigt als meiner. Ganz komisch. All strange. Alle, wenn du willst, kannst du auch den Timer-Block auswählen. Timer-Block? Ja, weil ich mache hier gerade einen Hopper-Timer. Und da wollte ich gerne 5 Stacks an Blöcke reinpacken. Aber ich weiß noch nicht welchen. Und irgendein Cobblestone oder sowas ist ja langweilig. So. Ich guck mal, was du da meinst. Habe ich da drüber noch einen Block frei? Ja, habe ich frei. Kann ich da ja einen Glowstone Lamp hinsetzen? Nein, falscher Block. Habe ich noch. Wo bist du draußen? Nö, ich bin unten drin. Habe ich noch einen Andesiter Pfeil? Na egal, mach ich nachher. Mal Glowstone hier rein, dann. Oh Gottes Willen, leuchtet Glowstone hell. Wo bist du? Ich komm. Da hin. Hier. Ich hab hier hinten mal ein bisschen was gebaut. Au. Kannst ja schon denken, auf der schwarzen Blöcken sitzt nachher die ganze Kacke drauf. Ganze Bambus. Ja. Und der wird dann abgeerntet von der Maschine. Genau, da flattert dann nachher die Flying Maschinen. Und die tubt das oder die Nein. Macht einfach. Die schneidet einfach ganz normal den Bambus ab und fährt die ganze Zeit im Grunde vor, zurück, vor, zurück. Nur damit sie halt nicht die ganze Zeit immer hin, her, hin, her, hin, her, hin, her, sondern einmal hin, zurück und wartet.
bis das wieder gewachsen ist, brauche ich diesen Timer hier unten. Und der countet, ja, der countet halt die Blöcke ab. Das hier ist ein Timer? Wenn ich jetzt hier in den Hopper 5, 6 reinlege und den einmal unlock mit einem Redstone-Block und den hier lock, dass er hier nichts rausschicken kann, er allerdings schon, dann schickt er die ganze Zeit diese 5 Stacks an Blöcken einfach zu dem anderen Hopper rüber. Jetzt würde er den einfach nur die ganze Zeit hin und her schicken. Weil ja beide natürlich wegschicken wollen. Da hast du 5, 6. Okay, danke. Da fällt mir ein, ich habe noch gar keinen Redstone-Block gecraftet. Redstone, Redstone, Redstone. Na, versuchst du meinen Vogel zu heilen? Ja, kann mich nicht ansehen, aber Fieders. Ups. Das leidet hier voll bei dir. Nö. Kann ich mir gleich einen Keks geben. Ja. Ich finde das ja so knuffig, dass sie sich auf die Schulter setzen. Ja, hat was. Auch, dass sie die Geräusche nachmachen. Ja. Gibt's denn hier irgendwie sowas? Da passt eine Sache rein, ernsthaft? Ja, hat aber leider nicht den Vogel getroffen gerade. Aber bei dir ist er ja auch als Owner-Fragezeichen eingetragen. Ja, genau. Witzigerweise. Soll ich das hier so stehen lassen? Dann kannst du nochmal irgendwie dann... Ja, kannst ruhig stehen lassen. Ich... Okay. Danke. Kein Problem, wir wollen, dass jetzt das Ding lebt, ne? Ja. Hat er schon einen Namen? Bisher noch nicht, weil ich kein Nametag gefunden habe bisher. Weiße Blöcke. Da, da. Man konnte das doch von irgendeinem traden. Oh, ich weiß Nametag. Es überhaupt nicht mehr. Minecraft Trade. Librarian. Das ist aber deine Last Tier Trade. Ja, dann würde ich sagen, kann er das try, ne? Und La Rosa darf dann dem Papagei einen Namen geben. Habe ich mal so beschlossen gerade. Ich denke mal, da hast du nichts gegen. Nö. Brauch hier mal einen freiwilligen Villager aus der Kiste. Immer. Also freiwillig. Right. So. Beeinflusst spielen. Eigentlich das Tier der Villager die Farmen? Also ob er jetzt Novize oder sonstiges ist? Das weiß ich nicht. Weil das wird ja einem auch angezeigt, wenn du einfach nur die jeweilige Farm anguckst. Welches Tier der ja. Villager hat. Richtig, ich weiß es nicht. Frechheit, warum warst du das nicht? Ja, direkt für der vorliegen 4, ich könnte weinen, ne? Aber es ist halt so gut, dass man jetzt durchskippen kann. Ja. Obwohl das auch begrenzt ist, natürlich. Wie begrenzt? Nö. Wo ist das begrenzt?
Also bei mir wurden die normalen Trades immer, ich glaube, 4 verschiedene wurden angezeigt und danach ist er wieder beim selben Trade gewesen. Und so, die 4 Trades wurden auch alle durchgecycelt immer wieder. Komisch. Stasis. Und Flampion! Kannst du kurz planieren? Sofort. Mann, Vogel, so, fliegst du langsam. Wenn du während ich einschläfst, bis zum Aufwachen, gerade mal vor meinem Bett zur Werkbank hingekommen bist und wieder zurück. Meine Güte. Also mein nächstes Ziel, ein Name-Tag-Hersteller. Redstone Torch. Ich muss sagen, ich bin heute sehr produktiv. Bin sehr stolz auf mich. Ja. Ich bin auch sehr positiv, positiv genau, produktiv. Jetzt schon ein Journeyman. Der Fortune 2 oder gibt mir Glas? Ja. Yep. Jetzt ist er ein Experte, oder gibt mir einen Kompass. Ich brauche bestimmt mehrere davon. 4 Kompasse ist gut. Kompen, ne? Mhm. Name Tag. Jawohl. Geil, die Glock läuft. Ich hab einen Name-Tagler. Hast du einen Name-Tagler? Ja. Aber Wasser, wir brauchen dich. Wir brauchen einen Namen. Ich muss mal kurz was gucken. Ja, ich muss mal kurz in meine anderen Building Map gucken. Ob ich da die richtigen Pisten genommen habe. Oder ob ich da jetzt einen Gedankenfehler hatte. Hast du einen Amboss? Ich hab einen Amboss, ja. Dann komme ich jetzt zu dir mit dem. Wie schnell ich darauf komme, von ich will Obsidian farmen zu ich heile den Papagei zu ich mach meinen Name Tagler. Ja, darf ja nicht langweilig werden. Rocket. Jetzt haben wir bald ein Problem, wir haben aber keinen Gunpowder mehr, glaube ich. Okay, vergiss es, wir haben noch genug. Ich habe noch knappe 1300 Raketen machen. Reicht noch. Ja. Ein bisschen. Ja, ich hatte ja letztes Jahr auch nur die paar Stacks machen können, weil ich dann kein Papier mehr craften konnte. Ich glaube, Papier ist wohl auch eher das Problem. Aber wo fliege ich gerade hin? Das weiß ich gerade nicht, wo du hinfliegst. Ups. Warte mal. Eigentlich wollte ich doch. Da lang. Ah, ich hab dich überflogen. Ja. Also wenn dann jetzt nichts kommt, dann würde ich sagen, wir nennen deinen Papagei Johnny. Ach, sind doch Sticky Pisten, okay, gut. So, Amboss, da. Ganzer Rest. Weißt du mal, wie ich Johnny schreiben soll? Ganzer Rest, der ist ja selbsterklärend. Lieber? Und ein Momento. Eigentlich ganz normal. Also J-O-N-N-Y. Oder machst du Johnny Boy? Mit dem Herz hinter. Ja, bitte. Johnny Boy. So, wo ist er denn? Der dürfte eigentlich in der Nähe vom Bett sein. Das oder Bett oder ist? Unten bei der bei der Glock. So, Extreme Loot wieder starten. Wo ist dein Bett? Mein Bett ist oben. Also da, wo du eben gerade standest. Stimmt. Ah, jetzt geht aber geil. Ja, ich starte gerade wieder Minecraft, also. Würde mich eigentlich wundern, wenn er mit despawnt, aber.
Nein, ich sollte es auch nicht. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ein Problem. Na, so lange kann ich mir was trinken holen. Die Tür, die ist hinten zu meinen ganzen Lagerkisten. Ah. Mit Farmern oben dran. Ja, ich dachte, ich kombiniere das gleich alles miteinander. Ja, richtig. Guck mal, ich hab doch hier noch Energies. Ja, mein Brust ist jetzt Papageienvieh. Ja, ich bin ja schon dabei, der Welt zu joinen. Sonst warnt er gleich. Und einmal richtig schön. Leute, er ist auf seiner Schulter. Also was Ähnliches hatte ich mir nämlich schon fast gedacht. Und da war ein Internet weg. Uff. Ja, dann willkommen zurück. Plop. Larossa, wir wollen diesem Papagei einen Namen geben. Plop. Gib uns mal einen Namen für den. So, sitz. Oder komm mit. Johnny Boy, komm runter. Ich will dich einsammeln. Ist nicht mehr John. Nein, es ist nicht Johnny Boy. Er kriegt einen neuen Namen. Wenn der Rosser ist klar, kann ich ihm einen Namen geben. Langsam. Ja, gleich hast du das geschafft, Hügelchen. Gleich sitzt er auf meiner Schulter. Danke. Ja, frage ich dich was. Ja, da hast du ja kurz Zeit, dir was auszudenken. Wenn jetzt mache ich noch was anderes eben. Okay, aber das ist ganz schön viel Eisen hier, ne? Leck mich. Nein, danke. Warum? Ich werde sauber und du wirst satt, also. Ja, win-win. Gut. Good story. Ah, mein Fuß juckt. Ah. Was denn? Wie konnte ich nochmal überprüfen, ob ich hier einen Slime-Chunk hab? Weiß nicht. Slimes kannst du auch ohne Slime-Chunk kriegen. Ja. Aber gleich drei Stück. Ja. Bobby. Nennen wir ihn Bobby. Machen wir sofort. Ja, hab ich extra oben bei meinem Bett abgesetzt, den Vogel. Wenn du da wieder hin zurückfindest. Nö. Nö. Ja, guck mal, das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Jetzt ist der nämlich gelockt und kriegt ihn da nicht rüber. Ja. Wer hatte ich denn die normalen Pistons? Ganz ruhig, Brauner.
Willkommen. Was machst du da? Nix. Ich frage nicht ein Geschenk mal. Nein, nicht. Obwohl, nicht gleich abbaut. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass du da unten stecken bleibst. Boah. Was machst du da? Irgendwie versuch mal. Wenn er jetzt weg ist, ne, da ist ein Nametag dran. Warum nennst du das Skelett Johnny Boy? Ey, jetzt hast du ihn am Haken. Toll. Jetzt musst du ihn herlocken. Nö. Ah, nice. Ah. So. Ich wollte das Nametag nicht verbrauchen. So unnötig. Jetzt hat's einen Sinn. Jetzt soll er irgendwie einen deiner Hunde so nennen können oder so. Seid froh, jetzt hast du ein Skelett von mir geschenkt bekommen. Toll, jetzt habe ich ein Skelett. So. Und Bobby. Geil. Klar. Und ich wundere mich, warum ich den Block da nicht hinsetzen kann. Ich bin so doof. So, der Spaß beginnt. Gefüllte 400 Öfen setzen. Was ist denn für ein Aiming, hallo? Aiming vom Stormtrooper. Ist mir nie mich getroffen, ey. Sparkling Power. Komisch. Komme ich aus dem End oder aus dem Nether oder bei dir raus, irgendwie zur Nacht. Ja, denken wir drüber nach. Ich habe eine dunkle Persönlichkeit. Ups, da sollte keiner hin. Dann flieg ich mal nach Hause. Schon spät. Frische halt. Ja, schon spät. Guck dir mal den Mond an. Da. Ach. Voll da. So. Und meine Festplatte mal checken eben. Muss auch schon vorlaufen. Ja. 195. Huh.
Alles klar, schön, dass du da warst, Larry. Dir noch eine angenehme Nachtruhe. Jutz Nächtle. Jetzt gucken, warum ich eigentlich hier war. Ich werde jetzt mal die Obsidian-Lampe aufhängen. Mach das. Und dann schaue ich weiter. Naja, eigentlich mit dem Fernglas. Ja, geht auch ohne. Da gibt ja kein Optifine. Ja, mir fiel auch auf, dass ich vergessen hatte, meine Zoom-Mod hier rauf zu hauen. Ich hatte mich irgendwie gewundert vorhin, warum ich nicht zoomen kann. Ja, gut. Aber wenn die natürlich nicht drauf ist, ist verständlich. Schwierig. Burning Belt. Dass man falsch schon da drin ist, spawnen, ist mir richtig scheiße. Mal ich nochmal gucken, ey. Ja, wenn möglich, bitte wenden, ne? Ja. Das wirkt aber hier drin, ist schon echt wuschelig. So, auf sie denn, Lantern. Normale wird das mal ausreichen. Skelette konnten ertrinken, ne? Ja. Schade. Du kannst ja Pulverschnee machen, dann hast du einen Stray danach. Na, aber der kann auch ertrinken. Ja. Warum willst du ihn ertrinken lassen? Oder wolltest du Wasser reinmachen? Ich wollte da Wasser reinmachen und von unten eine Lantern rein. Dann scheint das so witzig. Ja, gut. Wir können stattdessen einen Zombie da reinmachen. Der trinkt aber auch. Ja, aber der stirbt ja dann nicht direkt. Er wird ja ein Drowned dann. Ja. Voll jetzt. 10 Öfen, ne? Könnte erstmal lang. Damit ist das hier soweit erstmal durch. Wie fandest du eigentlich meinen Gang hier hinten hin? Gut. Meinst du, wenn du Slaps und so, ne? Mhm. Ja, doch. Soll ja so ein bisschen seine Natürlichkeit behalten. Ja, ne, ist richtig. Bei der Höhle perfekt. Hab ich jetzt hier eigentlich die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Warum wächst der Scheiß jetzt hier nicht? Warum ist das nicht grün? Eigentlich wollte ich kein Browns End haben und ich wollte es eigentlich nicht komplett Grasfarmen gehen dafür. Ja, aber ein paar Grasflächen musst du ja reinsetzen. Sonst spreadet sind nicht. Sind auch da. Aber spreadet nicht. Und der Lift steht direkt hier im Haus, das heißt, geladen ist der Junk. Ja, muss sonst mal ein paar mehr setzen. Haben wir auch schon gemacht. Hier. Der eine Grasblock, der davor nicht hatte, von hier. Aber das war's auch. Ja. Komisch, komisch. Ein bisschen nervig, ne? Was? Au. Ein bisschen nervig. 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 So, eigentlich könnte ich ja schon mal die Honey Blocks verteilen.
Jo.